Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin sehr gespannt, sehr gespannt, denn es gibt eine neue Marke hier in Deutschland und zwar geht es heute um Dose of Colors. Ich hatte schon das ein oder andere Produkt mal zwischendrin in meinen Videos benutzt, von einem war ich, nun gut, ich fand's furchtbar. Ich erzähle euch auch gleich, welches Produkt das ist. Ich habe ein paar Produkte zugeschickt bekommen und bin super, super gespannt, denn aktuell bin ich ja eher so ein bisschen natural. Okay, sieht man heute gar nicht, weil ich dachte mir, das Wochenende war lang, ich bin fix und fertig, deswegen knallen wir einfach ein bisschen mehr Produkt in mein Gesicht. Aber es gibt eine Lidschattenpalette, die ich persönlich sehr schön finde. Und ich bin ehrlich, sie inspiriert mich sehr, eine eigene Palette in solchen Farben zu machen. Da könnt ihr mir gerne ein Feedback in den Kommentaren mal später geben, wenn ich euch die Palette gezeigt habe. Wir schauen erstmal, wie die Farben sind, wie ist die Marke und ich gebe euch auch ein Feedback zu einem Produkt, was ich, wie gesagt, nicht so gerne mag. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und schaut unbedingt am Ende ein weiteres Video. Dort wird euch am Ende ja immer ein kleiner Vorschlag von YouTube gemacht, ein Algorithmus, der am besten weiß, was euch gefällt. Ich glaube nicht. Ich bin gespannt, gebt mir dazu gerne, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie dieser Algorithmus bei euch funktioniert hat. Aber wie gesagt, ich habe die Produkte von Purish zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe Stand jetzt noch keinen Code, ich habe einfach Lust drauf gehabt. Wenn ich einen kriege, steht er einmal hier, ich frage extra nach, aber es ist halt auch erst 6.30 Uhr, da ist noch nicht so viel mit E-Mail schreiben. Hallo, ihr süßen Mäuse. Wie geht es euch? Wie war euer Wochenende? Ich bin ein bisschen fertig. Wir hatten echt ein hartes Wochenende. Wir waren ja Freitag in Köln für einen Termin und wir sind um 2.30 Uhr aufgestanden. Um 4.30 Uhr ging die Bahn. Wir waren um 9 Uhr da und um 11 Uhr sind wir wieder zurückgefahren und waren dann auch erst gegen 19 Uhr wieder zu Hause. Also es war, it's a lot gewesen. Aber wir starten. Wie gesagt, es geht heute um Dose of Colors. Ich habe hier die Cutting Edge Palette bekommen. Schaut euch bitte diese Vibes an. Queen of Backdrop, passend zum Make-up und zur Lidschattenpalette. Das ist die Cutting Edge Palette, in der sind 5 Farben drin. Das ist kein Drogerie-Make-up, also das ist ganz klar. Deswegen bin ich aber auch als Team Günstmaus-Anführerin so ein bisschen, naja, da möchte ich schon, dass es funktioniert. Und eins meiner letzten Produkte, die sehr, sehr gut, aber recht teuer waren, war beispielsweise diese Nabla Foundation. Ich trage die im Moment rauf und runter. Ich trage sie heute sogar. Ich habe die ein bisschen gemischt mit der Huda Beauty Foundation für mehr Deckkraft. Aber die ist fantastisch. Und Purish kriegt halt immer Marken ins Sortiment, die man sonst nicht so leicht nach Deutschland bekommen hat. Ich hatte mir damals, wie gesagt, einen Concealer gekauft und den mag ich gar nicht. Den hatte ich mir über Beauty Bay bestellt, habe Ewigkeiten. Ich habe 5 oder 6 Wochen auf mein Paket gewartet, was mich halt einfach davon abhält, bei Beauty Bay zu bestellen. No tea, no shade, aber Kundenservice gibt's nicht. Bei Purish ist das ehrlich gesagt so ein bisschen anders, ne? Das ist eine E-Mail und dann hast du innerhalb von ein paar Stunden eine Antwort. Den Concealer mag ich nicht. Der creased bei mir immens. Deckkraft ist aber sehr gut. Das ist der Meet Your Hue Concealer. Wir testen jetzt aber diese Lidschattenpalette und ich zeige sie euch einmal, weil die ist wirklich, wirklich schön. Die Verpackung ist so gummiert, heißt das. Das ist hartes Plastik, aber das ist so beschichtet mit, fühlt sich ein bisschen an wie ein Radiergummi. Also sehr, sehr schön, kann man super gut sauber machen. Das mag ich persönlich bei Lidschattenpaletten immer ganz gerne. Und das ist einmal diese Palette. Wir haben Töne, die nicht so Standard sind, aber trotzdem meiner Meinung nach recht alltagstauglich. Wir haben 3 matte Farben, einmal so ein schönes helles Grün, ein Terrakotta-Ton und ein dunkles Khaki und dann einen sehr, sehr schimmernden Goldton und einen schimmernden Grünton. Also eine Palette, die mir farblich sehr, sehr gut gefällt und auf sowas hätte ich Lust. Ihr wisst ja, ich bin ja gerade dabei, meine eigene Brand aufzubauen. Ihr könnt gerne Giacomo Cosmetics einmal folgen bei Instagram. Dort werdet ihr in den nächsten Tagen einige Sachen schon mal sehen. Der erste Launch ist auch nicht weit weg. Das ist eigentlich der zweite, aber ich habe ihn vorgezogen, weil ich mit dem ersten nicht zufrieden war, alles überworfen habe. Erzähle ich euch im Launch-Video. Aber da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich arbeite ja gerade an mehreren Lidschattenpaletten. Und eine Lidschattenpalette ist auch schon fertig. Und die ist für Herbst angedacht. Ich bin ja aber schon dabei, die nächsten Paletten zu entwickeln, also für Frühjahr und für Herbst 2022. Und wie gefallen euch solche Farben? Mein Ziel ist es mit der Brand nicht einfach irgendwas zu machen, sondern ich möchte, dass ihr mit die Produkte entwickelt und ihr mir sagt, was wollt ihr haben? Was bringt nichts, wenn ich mich hinsetze und sage, das ist meine Palette, entweder sie gefällt euch oder sie gefällt euch nicht.
So kann ich mit euch einfach gemeinsam eine Palette entwickeln. Und ihr könnt mir auch immer gerne Inspiration bei Instagram auf meinen Account schicken, was euch gefällt, was ihr euch wünscht, was euch vielleicht fehlt. Und das ist mein Ziel. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Ich finde das aber sehr, sehr schön. Natürlich nicht nur 5 Farben, sondern vielleicht 9 oder 18, je nachdem. Aber in diesen Khaki-Tönen, so ein bisschen Erdtönen. Ist für den Herbst, glaube ich, ganz schön und sieht sehr, sehr gut aus. Die Palette kostet, glaube ich, 32 Euro. Wenn ich einen Code kriege, dann 15, 20, 25% weniger. Aber hier ist noch ein kleiner Pinsel mit drin und der ist tatsächlich sehr, sehr süß. Wir haben hier nämlich so einen Pencil-Brush. Ich zeige ihn euch einmal kurz. Schaut mal, wir haben hier einen Pencil. Damit könnt ihr sehr präzise das Inner Corner highlighten. Und hier haben wir einen kleinen, flachen Blende-Brush, mit dem man vermutlich sehr, sehr gut an den unteren Wimpernkranz kommt. Also solche Pinsel habe ich auch wenig. Wir kommen jetzt aber zu der Palette. Ich habe euch ein kleines Stückchen näher geholt, damit ihr alles sehen könnt. Ich glaube, wir fangen... Ich weiß nicht, ob wir den Ton hier benutzen sollen. Ich swatch mal... okay. She's creamy. Ich swatch mal ganz kurz die matten Farben und schaue, wie die sich verblenden lassen. Kleiner Tipp von mir. Das teste ich einfach immer. Das ist die dunkelste Farbe, die ich benutzen werde. So. Ich habe natürlich jetzt nur wenig, aber der Finger ist immer noch voll krass. Und dann wollte ich dieses Terrakotta nehmen, hier reinmischen. Das geht sehr gut. Und das dann mit dem Grün ausblenden. Und dann kann ich schon mal schauen, wie sehen die Farben aus. Gefällt mir das? Probiert sowas mal aus, einfach um zu schauen, ob ihr mit den Produkten klarkommt. Ich nehme jetzt einen Pinsel von Letizia und gehe tatsächlich in diesen Terrakotta-Ton rein. Sehr, sehr weich, der Lidschatten. Ich klopfe ein bisschen ab. Spiegel ist mit drin. Und die Farbe setze ich mir jetzt auf mein Lid. Das Lid ist mehr oder weniger gesettet. Ich bin vorhin mit dem Puder rüber und die setze ich mir sehr präzise schon mal hier in die Lidfalte erstmal. Ich bleibe hier vorne ein bisschen heller, da möchte ich nämlich mehr das Grün hin fokussieren und baue mir die Farbe jetzt hier schon mal so ein bisschen auf. Aber, also ich bin jetzt anderthalb Mal reingegangen und die Farbe ist da und ist sehr, sehr weich. Ich mache den Pinsel dann zwischendurch so ein bisschen sauber an meiner Hand und kann damit schon mal die Kante leicht verblenden. Ich möchte nämlich mehr Grün haben. Dieses Braun ist eher so die Transition Shade. Das könnte ich mir auch gut vorstellen als Alltagsfarbe. Einfach nur dieses Braun und dann dieses Gold. Das ist schon schön, ne? Habt ihr solche grünen Paletten? Ich tatsächlich arbeite ja so ein bisschen an meinem Instagram-Feed gerade. Und gerade ist es blau. Und die nächste Farbe, die kommen soll, ist grün. Allerdings habe ich kaum eine grüne Lidschattenpalette. Und es gibt auch wenig gute grüne Lidschattenpaletten. Falls ihr eine kennt, lasst es mich bitte unbedingt in den Kommentaren wissen. Ich brauche sie. Inspiriert für dieses Video hat mich tatsächlich das Reel oder die Story von Ellie. Die hatte nämlich die Produkte auch von Purish bekommen und hat dazu eine Story gemacht. Und ihr Look war so schön und das sah so besonders aus. Weil wir sind ja alle so ein bisschen überfressen von Beauty. Wir sehen es an den Views, wir sehen es aber auch einfach an den Interessen der Leute. Irgendwann ist dieses Beauty-Ding nicht weg, aber manchmal gibt es so Phasen, da ebbt das einfach ein bisschen ab. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass viele Produkte einfach mittlerweile langweilig geworden sind. Und Tee aus der Make-up-Industrie, natürlich werden Produkte entwickelt, die sich am besten verkaufen. Deswegen immer wieder diese New Tones, Natural Tones, ab und zu mal eine Pop of Color mit drin. Alles fein, liebe ich, brauchen wir. Aber für mich, der das hier ja wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends durchtestet und probiert und guckt und macht, ich möchte euch auch neue Sachen zeigen. Und deswegen bin ich immer super dankbar, wenn mir Firmen wie Purish beispielsweise Produkte, die ich sonst nicht so auf dem Schirm hatte, zuschicken, damit ich sie euch zeigen kann und aber auch für mich testen kann. Deswegen, ich persönlich habe keinen Affiliate-Code mit Purish. Also wenn ihr einen Rabattcode von mir mit Purish sieht, der ist niemals affiliated. Es gibt Influencerinnen und Influencer, die Affiliate-Codes haben. Das ist super für sie. Ich habe mich aber dafür entschieden, außer bei 2 Marken keine Affiliate-Codes zu haben. Einfach für mich. Ich finde das aber super wichtig, dass Firmen, Leuten und kleinen Creatoren sowas auch anbieten. So, die Farbe ist sehr, 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 sehr schön. Ich habe sie jetzt schon mal so ein bisschen ausgeblendet, aber wir gehen jetzt mit einem anderen Pinsel rein. Ich nehme jetzt einen anderen Pinsel von Letizia, das ist der T1 Brush und gehe in dieses helle Grün. Auch das ist sehr cremig, aber die Farbe geht gut an den Pinsel und damit gehe ich jetzt einfach hier rüber, fokussiere das Grün hier nach vorne und mit dem Rest am Pinsel
gehe ich hier einfach über die Kante. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu grünen Lidschatten steht. Beziehungsweise, das ist ja jetzt hier kein Froschgrün, sondern das ist ja trotzdem noch alltagstauglich. Und das ist die Kunst, ne? Farben so zu entwickeln, wow, dass sie trotzdem noch getragen werden können. Ich würde persönlich selber auch nicht mit einem neongrünen Lidschatten rausgehen, im Alltag zumindest. Für ein Event oder wenn es mal was Besonderes sein soll, safe, klar. Aber das ist eine Farbe, die kann man mal zu einem grünen Oberteil anziehen, so wie ich jetzt. Das Grün ist nicht so stark pigmentiert wie beispielsweise das Braun eben, was aber in dem Fall gar nicht schlecht ist, weil ich ja jetzt hier in dem Fall, wie ich den Look jetzt gerade haben möchte, nicht dieses Übertriebene haben will. Ich gehe jetzt hier immer noch mal so ein bisschen rüber, nehme dann noch mal den Pinsel von eben, gehe noch mal ins Braun und dadurch kriege ich wieder mehr von dem Braun in diesen grünen Look mit rein. Probiert also wirklich immer, wenn ihr Probleme mit bunten Farben habt, einfach so ein bisschen hin und her zu arbeiten. Okay, nächster Pinsel von Letizia, das ist der T6, das ist ein ganz, ganz kleiner. Und damit gehe ich in dieses dunkle Braun. Damit bin ich sehr präzise hier außen und hier vorne. Schaut mal, wie präzise ich damit arbeiten kann und wie schön dieses Grün sich einmal hier vorne in das helle Grün einblenden lässt, aber auch hier hinten. Jetzt nehmen wir mal hier, schaut mal, wir haben ja jetzt diesen ganz, ganz kleinen Brush. Und damit gehe ich jetzt nochmal hier in das Grün und kann mir das extrem präzise hier vorne hinsetzen. Auch gleich hier unten. Ich gehe nur hier außen in das Grün und hier vorne. Eine recht neue Technik, die sieht man im Moment sehr oft auf Social Media. Dieses Kim Kardashian hatte das mal auf irgendeinem Event, das in der Mitte wie so ein Streifen hell war. Von unten bis nach oben. Ich finde, das ist eine ganz neue, spannende Technik, die ich gerne mal ausprobieren will. Deswegen, dann nehme ich den kleinen, gehe hier in das Grün und das kommt in die Mitte. Mit der anderen Seite blende ich hier nochmal so ein bisschen außen lang. Der ist super hier. So, theoretisch könnte man das Ganze jetzt sogar so lassen. Wir sind aber bei Maxim und wir wären nicht bei Maxim, wenn wir nicht bei Maxim wären und was anderes machen würden. Deswegen nehme ich mir jetzt hier einen flachen synthetischen Pinsel, gehe als erstes in dieses schimmernde Grün. Das hat so ein, das ist so ein bisschen, sehr dunkel. Das gebe ich als Base hier an den Übergang. Und toppe damit so ein bisschen hier außen. Der hat so leicht goldene Reflexe. Also die Palette ist farblich sehr gut aufeinander abgestimmt. Ich liebe es ja, neue Marken auszuprobieren und einfach neue Texturen. Und ich nehme die andere Seite vom Pinsel und gehe jetzt hier in dieses Gold. Das ist sehr, 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 sehr weich. Und das toppe ich mir einfach nur hier rüber. Oh, sie ist creamy. Also sie ist sehr, sehr weich. Und dann einfach hier wie so ein Streifen nach oben. Ich bin nicht mehr reingegangen und habe immer noch genug am Pinsel. Ich nehme jetzt den kleinen Pinsel wieder, gehe nochmal in das Gold und setze mir das als Inner Corner Highlight. Ich finde, auf die Entfernung wirkt das Ganze einfach nochmal viel, viel krasser. Ihr könntet das jetzt noch richtig schön aussmoken. Mache ich jetzt persönlich nicht. Ich trage einmal Lashes auf und bin gleich wieder zurück. So, ich habe mir einmal meine absoluten Lieblingslashes aufgeklebt. Perfekt. Außen lang, vorne kurz, gelifteter Effekt. Ein bisschen schwarzen Kajal habe ich mir noch außen hingegeben, dass es noch ein bisschen intensiver ist. Wir geben uns jetzt aber was auf die Lippen. Denn da bin ich gespannt. Davon habe ich viel Gutes gehört, habe selber noch nicht ausprobiert, deswegen First Impression. Das sind die Liquid Matte Liquid Lipsticks. Ich habe sie in zwei Farben. Einmal in so einem sehr, sehr dunklen Rot. Könnte spannend sein. Ich bin aber eher Team Nude Braun und benutze dafür passend den Lip Liner in der Farbe Escape. Sieht aus wie so ein Bleistift aus der Schule. Ganz, ganz süß. Kann man hier vorne abziehen, da kann man es aufdrehen. Hinten ist auch ein Anspitzer mit drin. Damit ziehen wir uns jetzt einmal die Lippenlinie. Okay, perfekte Farbe. Wow. Schaut mal, das ist jetzt nur der Lip Liner. Fühlt sich auch so ein bisschen an, als würde er jetzt gleich antrocknen. Wir benutzen jetzt aber diesen Liquid Lipstick. Die Farbe ist richtig, richtig spannend. Riecht nach nichts tatsächlich, finde ich mal. Ja, die meisten Liquid Lipsticks riechen halt sehr, sehr süß. Der riecht jetzt nach gar nichts. Ist die Farbe Cork. Wieder Korken. Chocolate. Und das ist einmal der fertige Look mit den Produkten von Dose of Colors. Was sagt ihr? Der Liquid Lipstick fühlt sich extrem gut an. Nicht zu trocken, sieht trotzdem so ein bisschen aus, als wäre er noch ganz leicht feucht. Ist er aber nicht. Also ein sehr, sehr schönes Finish. Passt farblich sehr, sehr gut zu diesem Look. Ich liebe diesen Look.
Ich liebe dieses Außendunkel, Innendunkel, in der Mitte hell, grün. Das sind genau meine Farben. Und ich finde, das ist so eine Farbe, die sehr, sehr alltagstauglich ist, die man gerne mal mit in die Sammlung aufnehmen kann. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Habt ihr schon Erfahrungen mit Dose of Colors gemacht? Dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schaut unbedingt bei Purish vorbei. Ich denke mal, der Code gilt auf alles von Dose of Colors. Also vielleicht ist das ein oder andere Produkt da für euch mit am Start. Ich bedanke mich bei Purish. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch alles Liebe und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.